Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Der Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Meyer Likör. Immer lecker, auf Eis, im Glas oder einfach nur so, zugunsten von Mensch Hamburg. Jetzt in der Club-Edition. Den Meyer Likör gibt's für 18 Euro unter anderem im Molotow, im Silbersack, bei Old MacDonald und in der Gute-Leute-Fabrik in der Susannenstraße 26. Das war Werbung, herzlichen Dank. Heute befrage ich die Musikerin Miss Ellie. Ahoi, Miss Ellie. Ahoi. Liebe Miss Ellie. Ich freue mich sehr, dass ich wieder hier bin. Ach, und meine Freude erst, die kann ich in Stimme gar nicht zum Ausdruck bringen. Deine Tour heißt Immer wieder fallen. Da ist mir das Wortspiel eingefallen, dass es ja eigentlich immer wieder gefallen heißen muss, weil du hast über 80 Konzerte seit 2022 gegeben und deine beiden Konzerte am 27. und 28. April in der Markthalle sind ausverkauft. Also es gefällt unglaublich vielen Menschen. Wie ist das denn für dich jetzt so zu wissen, okay, ich komme dahin, zwei Abende, bratzenvoll, einer der geilsten Clubs überhaupt, wo Police und Depeche Mode und wer auch immer schon gespielt haben? Ja, also ich bin mega happy, dass wir das in der Markthalle machen können, weil ich mag den Ort total gerne. Das Team ist mega nett und auch so total, also mit denen kann man halt voll sprechen und die erarbeiten mit einem zusammen auch Sachen. Also es ist halt echt, die sind einfach Zucker. So, und ich weiß noch, wie ich vor ein paar Jahren beim Emergenza Band Contest, weißt, kennst du das? Ja. Emergenza Band Contest, da habe ich mal mitgemacht und da stand ich vor Jahren im Halbfinale in der Markthalle vor so einer gröhlenden Masse von Menschen bei einem Bandwettbewerb, wo halt wirklich Rockbands aufgetreten sind und ich als Singer-Songwriterin. Und ich habe damals bin nicht weitergekommen, aber ich habe da gestanden auf der Bühne und dachte so, irgendwann machst du die Markthalle selber mal voll mit deinem eigenen Kram. Und das ist jetzt soweit. Jetzt mache ich sie sogar doppelt voll. Da freue ich mich sehr. Jetzt hast du ja schon einen von diesen Träumen von damals erfüllt. Was wären denn noch weitere Träume? Ist es eher Elbphilharmonie oder eher Barclays Arena? Ja, gute Frage. Beides, wenn denn dann. Aber ich würde halt super gerne mal zu Inas Nacht. Das sage ich auch seit Jahren schon. Und mal gucken, vielleicht lädt sie mich ja irgendwann mal ein. Würde ich mich sehr freuen. Also spätestens jetzt, wo sie doch jeden Tag Ahoi Radio hört, da bin ich mir ganz sicher, wird die Einladung kommen. Unbedingt. Ja. So, jetzt fällt man dann eigentlich in ein Loch oder hast du Angst davor, in ein Loch zu fallen? Weil bisher gibt es ja keinen Grund. Du hast ja noch zwei Konzerte. Mhm. Und dann sind aber über 80 Konzerte gespielt. Und dann Kannst du zumindest keine schlechten Pensionen mehr sehen, ne? Also, ich hatte zwischenzeitlich ein bisschen Schiss, was mit mir dann passiert, wenn ich nicht mehr so, also es ist ja auch viel Struktur, so eine Tour gibt einem ja auch total eine Struktur vor, was dann so mit mir passiert, wenn ich das nicht mehr habe. Aber mittlerweile, ich freue mich einfach nur mega auf diesen Abschluss und ich freue mich dann endlich meine Familie, Freunde, einen Monat lang werde ich alle besuchen und mit allen Spaß haben, weil das habe ich mir halt nicht so richtig gönnen können zwischen den Konzerten. Deswegen wird jetzt erstmal der Social Tank aufgefüllt und dann geht's ja schon ins Studio. Also es kommen eigentlich nur schöne Sachen auf mich zu. So, dann gehst du schon wieder ins Studio. Macht man das dann im Sommer oder guckst du erstmal Fußball-EM und gehst schwimmen in allen Badeseen, die um Hamburg herum sind? Oder bist du dann, wenn alle dem Sommer frönen, im Studio? Ja, also ich bin im Juni werde ich im Studio sein für 2-3 Wochen. Und das ist aber auch zum Glück auf dem Land. Also wir verbringen unsere Pausen auch draußen. Das ist voll schön da auch. Aber ich versuche auch natürlich den Rest des Sommers, so gut ich kann, am Meer, Wasser, im Auto schlafen, so zu verbringen halt, ne? Jo. Wie gehst du denn ins Studio? Hast du schon komplette Texte fertig? Ist die Musik schon fertig? Ist alles schon fertig oder noch gar nichts? Ja, diesmal ist es so ein bisschen spannend, was passiert. Weil, also ich habe schon 10 Songs fertig und wir haben auch Anfang des Jahres schon mal eine Woche aufgenommen, um so ein Grundgerüst zu schaffen. Und ja, und jetzt will ich eigentlich im Mai noch 2-3 Mega-Hits schreiben, weißt du, so Welthits, sag ich jetzt mal. So bohlenmäßig, ne? So richtige Hammer. Ja,
Und dann, ja, mal gucken, ob das klappt. Ansonsten, also ich habe mir jetzt für das Release von dem Album so ein bisschen, ich habe mir das so gebaut, dass ich möglichst wenig Druck habe. Das heißt, wir machen eine Wasserfallveröffentlichung. Nicht das ganze Album kommt zuerst raus, sondern tröpfchenweise, halt immer ein Song nach dem nächsten. Und das gibt mir dann so ein bisschen die Möglichkeit, noch on the fly über den Sommer Songs zu schreiben und die auch im Herbst noch aufzunehmen und so. Also es wird so ein bisschen, ich gehe im Sommer ins Studio, vielleicht nochmal im Herbst und dann gucken wir mal, dass wir das Album zusammen kriegen. Aber 10 Sachen sind schon fertig, das ist ja schon mal das meiste. Ich bin ja unglaublich ungeduldig und ich glaube, wenn ich schon 10 Songs fertig hätte, dann würde ich mindestens 5 Songs schon mal in der Markthalle spielen. Wie sehr musst du denn diszipliniert sein, da noch nichts von preiszugeben? Oh ey, hör mir auf. Es ist total schwierig und ich habe auch vielleicht sogar in meinem Fanclub, ich habe so einen Fanclub, das kann ich nachher auch nochmal genauer erzählen, in meinem Fanclub sind so 100 Leute und da habe ich auch schon einen Song preisgegeben und dann habe ich auch ein Gespräch mit meinem Management führen müssen, weil ich das eigentlich noch nicht machen soll. Aber ich konnte nicht mehr. Ich wollte den Leuten diesen einen Song zeigen. Aber gut, es ist, wie es ist. Ich muss mich selber noch gedulden. Ich habe den Eindruck, dass immer mehr Musikerinnen und auch Schauspieler malen. Ich war jetzt gerade in New York und habe Bilder von Bob Dylan gesehen und habe gedacht, verdammt nochmal, der hat schon den Literaturnobelpreis. Jetzt kann der auch noch richtig geil zeichnen. Also der hat so mit Bleistift und Skriptol irgendwie gezeichnet. Ja. Du malst jetzt auch noch. Also du machst das jetzt nicht Bob Dylan nach. Ich glaube, ihr habt das unabhängig voneinander gemacht. Aber erzähl mal, ist das Ausgleich oder ist es etwas, wo du sagst, das befruchtet das andere dann auch, also die Texterei und Musizieren? Es ist tatsächlich ganz spannend, weil ich habe schon immer total gerne gemalt und schon immer total gerne Musik gemacht. Aber man hat mir seit Anbeginn der Zeit in der Grundschule, in der Schule, im Studium immer wieder gesagt, du musst dich entscheiden zwischen Kunst und Musik. Du musst dich einfach entscheiden. Und ich habe dann einfach überhaupt niemals gewusst, was ich machen soll. Und dann habe ich einfach mich für Musik entschieden und es ist Malen, alles, das ganze Kunstsache ist halt total eingeschlafen. Und dann habe ich jetzt in der Pandemie gemerkt, ey, es ist gerade alles so stressig und so durcheinander und wer weiß, was passiert. Und dann habe ich meine Liebe zum Malen wieder entflammen lassen und so habe ich dann sehr viel gemalt und das hat mich total im Kopf beruhigt so. Und das habe ich jetzt beibehalten und mache das als Ausgleich. Und witzigerweise habe ich jetzt gelernt mit 33 Jahren, dass Kunst und Musik auf gar keinen Fall getrennt werden muss. Das kann auch zusammen funktionieren. Und so mache ich das nämlich auch in der Markthalle. Bei meinen beiden Konzerten gibt es oben in dem kleineren Raum eine Kunstausstellung von mir zu sehen. Da können die Leute dann nach Einlass und in der Pause und nach dem Konzert rumlungern, Sektchen trinken und die Bilder angucken. Also ich finde das einfach mega cool. Für die Leute auch mega sweet, ja. Okay, jetzt gehst du erstmal schön zur Arbeit, also ins Studio im Sommer. Ja. Hast ja schon 10 Lieder fertig, 5 produzierst du dann da nochmal neu. Okay, jetzt sind schon 5. Und dann okay. Ist auch alles, dann ist es auch erledigt. Und wie fühlst du sonst so den Sommer? Also ich sag mal, man hat ja als kreativer Mensch häufig das Problem, dass man einfach nicht aufhören kann. Ja. Also man geht ja nicht an eine Werkbank und geht dann weg von der Werkbank, sondern du bist ja, egal wo du gehst und stehst, kriegst du ja Inspiration für deine künstlerische Ader, oder? Oder kannst du auch loslassen und sagen, nö, ich mache jetzt, höre nur Schrottmusik und gucke mir die ganzen tätowierten, halbnackten Menschen bei RTL an? Das mache ich auch manchmal, wenn ich sehr gestresst bin. Das bringt einen schön runter. Aber das Ding ist halt, ich mache ja total gerne Musik. Und jetzt so auf Tour, das ist ja, also da mache ich ja die ganze Zeit Musik, aber das ist dann so, dass das dann so Job. Also im Sinne von ja Berufung und das ist meine Aufgabe gerade. Und dann kommt das Musizieren halt zu Hause als Hobby und Spaß und Zeitvertreib viel zu kurz. Und das mache ich im Sommer meist. Ich schlafe meist in meinem Auto. Das wird von Tourauto zum Camperauto umgebaut. Und dann penne ich da drin und stehe irgendwo am Strand rum oder an einem See und spiele einfach Gitarre, weil es halt einfach so Spaß macht. Und also das ist so... Also ich habe da mal Zeit, einfach mal wieder das zu machen, was ich eigentlich richtig mag. So, also es ist, ich mag auch Konzerte spielen, ja. Aber es muss sich ja immer die Waage halten. Und so komme ich richtig runter. Und dann besuche ich halt meine Neffen und fahre mit meinen Freunden weg. Also wir wollen vielleicht auch Campervan-mäßig nach Norwegen wollen wir vielleicht zu dritt. Mhm. Und wollen da ein bisschen auch am See pennen, aber da werde ich auch Gitarre spielen. Also
Also man kann es nicht trennen voneinander. Ist ja Schwachsinn. Also, jetzt hast du zugegeben, ja, wenn du gestresst bist, guckst du dir diese komischen Formate an. Was ist denn dein sogenanntes Guilty Pleasure? Also welches Format guckst du denn da? Alle Menschen werden mich dafür hassen, aber mich beruhigt es total, wenn ich Germany's Next Topmodel gucke. Das ist einfach, es ist ein sehr umstrittenes Format und ich finde das auch nicht alles geil. Aber ich mache das an und schon bin ich entspannt. Weiß nicht. Es ist ja in erster Linie Unterhaltung. Die einzigen, die das ernst nehmen, sind ja meistens die Protagonistinnen. Also das ist ja das Schlimme daran. Liebe Miss Ellie, wir sind jetzt schon in unserer Kategorie. Nice. Oder Scheiß. Ei. Was läuft denn aktuell gut oder schlecht in der Stadt? Wen oder was möchtest du loben oder dissen? Ich möchte tatsächlich jemanden loben und mir ist jetzt während unseres Gesprächs eingefallen, wen ich gerne loben wollen würde. Und das ist Sebastian von Fanclub. Sebastian ist ein ehemaliger Kommilitone von mir. Wir haben zusammen in Lüneburg studiert und der hat in Hamburg ein Unternehmen gegründet. Das heißt Fanclub und da kann man auf fanclub.com können Künstler Fanclubs erstellen und Räume schaffen, wo sie alleine sind mit ihren Fans und einfach ein bisschen, ja, geschützter halt miteinander interagieren können. Und ich finde es super wichtig in der jetzigen Zeit einfach, weil Social Media ist so unpersönlich geworden und die Algorithmen, die schießen einem immer quer. Man erreicht immer weniger Fans und es ist total nervig. Und in Fanclub kann man die Leute sammeln und mal wieder eine schöne, coole Zeit miteinander haben, ohne dass man die ganze Zeit Dickpics zugeschickt bekommt beispielsweise. Ja. So, also dafür Props to Sebastian von Fanclub. Dem schließe ich mich an, unbekannterweise, und sage herzlichen Dank, Miss Ellie. Ganz, ganz viel Spaß in der Markthalle allen, die jetzt noch eine Karte bekommen haben. Und dann würde ich sagen, ahoi, und wir sprechen uns dann zum neuen Album. Alrighty. Bis dann. Ich freue mich. Ciao. Tschüss. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.